sportdeutschland.tv, RMA German Football League. Das vorletzte, das drittletzte Wochenende. Der Kickoff erfolgt. Euch viel Spaß bei dieser Übertragung aus dem Karl-Liebknecht-Stadion. Und mit dem ersten Return-Versuch der Dukes über Rashard Green. Konnte da auch noch ein paar Tackles brechen, aber ist dann letztendlich ins Out of Bounds gedrängt worden. An der 30-Yard-Linie. Schauen wir mal drauf. Vielleicht geht's ja über Heiko Balz. Wir sehen Braden Polk in Motion. Ja. Shannon Henderson. Henderson hält den Ball. Geht nach ja, vorne. Es wird angezeigt. Touchdown. Das ist der Touchdown für die Potsdam Royals. Damit der Nordmeister das erste Mal auf dem Scoreboard. 1:30 vor dem Ende des ersten Quarters. Die Royals führen damit im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion durch den neuen Star der Royals, nämlich Jalen Henderson. Ja, der hat ja wirklich den Defender noch ein bisschen ausgetanzt. Der Defender hat einen guten Job gemacht, ist rangegangen, aber Jalen Henderson hat den Arm ausgestreckt und es hat gereicht. Als Offensive Coordinator zum Beispiel Henderson auf Gennady Adams, der Running Back, einen aussteigen lassen. Und Adams fliegt zum Pylon. Touchdown, Potsdam Royals, Gennady Adams, der 12. Touchdown für den Running Back der Royals. Und damit erhöhen die Nordmeister der RMA German Football League in diesem Moment auf 12:0 gegen die Gäste aus Oberbayern. Ja, hier ein sogenannter Running Back Screen. Man täuscht erst den Screen Pass zur linken Seite an, dann den Rollout und wirft dann letztendlich den Screen. Die O-Line kommt mit raus zum Blocken. Ja, Passversuch. Oh, tiefer Ball. Da sieht das Simon Fentz. Und Fentz läuft und wird nicht gestoppt. Bricht das Tackle. Der dritte Touchdown für die Potsdam Royals, die so langsam dominieren gegen Ingolstadt. Und es ist einmal mehr der Mann für die ganz tiefen Bälle und für die ganz tiefen Receptions, nämlich Simon Fentz. Touchdown Nummer 15. Viertelfinale der RMA GFL. Nächster kurzer Pass, Heiko Balz. Oh, der nächste Touchdown für die Potsdam Royals. Heiko Balz, der Publikumsliebling im Karl-Liebknecht-Stadion. Und es ist das 28:0 für Potsdam gegen die Gäste aus Ingolstadt. Also wirklich ein wunderschöner Truck. Schlägt da ein. Und so ungefähr macht er das wahrscheinlich sein Training dann zwischendurch. Jetzt Jalen Henderson, der kann vor allem Dynamit werfen. Oh, macht das auch. Thomas Jenkins. Keiner. Außen frei. Bricht das zweite Tackle. Jenkins läuft zum Ufer. Nächster Touchdown für die Potsdam Royals. 36:0. Das Statement zu Beginn dieses dritten Quarters durch das Spitzenteam aus Brandenburg. Ja, aber was soll ich sagen? Es geht so weiter wie in der ersten Halbzeit. Die Royals zeigen, was sie können, was sie in der Offense können. Thomas Jenkins hier jetzt zum ersten Mal in diesem Spiel ein wirklicher Faktor gewesen. Ist auch ein unfassbar starker Receiver. Also die Royals haben hier wirklich etliche Waffen in der Offense dieses Jahr. Und wir sehen wieder eine Two-Point-Conversion. Und das wäre dann die dritte Interception gewesen in dieser Saison für Jalen Henderson im 13. Spiel, nur mal so. Also bislang eigentlich sehr, sehr wenig. Da der kurze Pass auf Heiko Balz. Balz läuft, Balz mit dem Touchdown. Und damit die Royals mit dem nächsten Ball in der Endzone unterhöhen auf 44:0 gegen die Dukes. Das ist ein Bundeslandwechsel, aber natürlich rein von der Entfernung her geht das. Und da ist wieder Tiamu. Ja, und er läuft auch in die Endzone, Kasim Tiamu. Greenplay, geht da untouched durch. Verdammt gutes Blocking von Finn Krause und Simon Falls. Also Abpfiff im Karl-Liebknecht-Stadion. Die Potsdam Royals gewinnen mit 54:0 gegen die Ingolstadt Dukes. Das Viertelfinale in dieser Saison der RMA German Football League ist damit vorbei. Die vier besten Teams stehen fest.